Herzlich willkommen, liebe HBW-Fans, zur nächsten Spieltagsvorschau nach dem Doppelspieltag und vor unserem nächsten Heimspiel gegen Wilhelmshaven. Jens ist wieder hier, schön, dass du da bist. Wir blicken natürlich wie immer erst zurück. 2 Punkte aus 2 Spielen am vergangenen Wochenende. Was hast du Positives und Negatives aus dem Wochenende aus deiner Sicht mitgenommen? Positiv war schon das Heimspiel gegen Dormagen, das wir, glaube ich, sehr souverän bestritten haben. So, da haben wir die 2 Punkte geholt, die wollten wir. Negativ eher so das Ergebnis, nicht die Art und Weise, wie wir gespielt haben in Hüttenberg, sondern das Ergebnis, weil wir unbedingt gewinnen wollten. Wir hatten uns vorgenommen, wir holen 4 Punkte an diesem Wochenende und haben nur 2 geholt. Kämpferisch war das schon, glaube ich, eine sehr, sehr gute Leistung, machen allerdings ein paar entscheidende Fehler zu viel und nehmen da die Punkte deshalb auch nicht mit. Und deshalb so ein bisschen ärgerlich, weil wir es nicht geholt haben und trotzdem waren auch viele positive Dinge dabei. Es war ein lange, sehr ausgeglichenes Spiel. Was uns natürlich vielleicht auch ein bisschen gefehlt hat, war dann, dass Kiwi und Jona verletzungsbedingt ausgefallen sind. Wie geht's jetzt den beiden aktuell? Jona hat ja am Freitag gegen Dormagen noch gespielt. Jona hatte in der letzten Aktion ist auf die Hand gestürzt und ist da ausgefallen. Die Untersuchungen sind jetzt gestern gelaufen. Momentan ist die Hand immer noch sehr dick. Er hatte vorher eine starke Prellung, aber den ursprünglichen Befürchtungen, dass er vielleicht was gebrochen sein könnte, die konnte man widerlegen. Und jetzt hoffen wir, dass er schnellstmöglich wieder belastungsfähig ist. Ob das bis zum Wochenende schon reicht oder ob das vielleicht erst gegen Coburg reicht, das müssen wir sehen, wie es sich entwickelt. Stand jetzt sind wir aber sehr positiv, dass nicht mehr passiert ist. Bei Kiwi geht es jetzt auch darum, ihn voll spielfähig zu kriegen. Ich hoffe auch ein bisschen auf Wilhelmshaven. Vielleicht ist es erst gegen Coburg, das hat man sehen. Jetzt ist es ja so, das Wochenende hat jetzt ergeben, dass die Tabelle noch enger zusammengerückt ist, sowohl oben als auch unten. Medial wird jetzt natürlich klar, dieses Thema Dreikampf an der Spitze und so weiter ausgeschlachtet, sage ich mal. Uns darf das natürlich nicht interessieren, trotzdem kriegt ihr das ja auch von außen mit, ihr werdet darauf angesprochen. Gehst du da jetzt trotzdem mit der Mannschaft nochmal speziell drauf ein, richtest du nochmal ein paar Worte an sie oder verlässt du dich drauf, dass die Jungs das ausblenden können, sage ich mal? Also warum darf uns das nicht interessieren? Wir sind dabei. Wir sind bei einer dieser 3 Mannschaften dabei. Da wären wir, glaube ich, letztes Jahr riesenfroh gewesen, wenn wir das 6 Spieltage Verschluss so gehabt hätten. Aber deshalb sind wir, was die Ausgangssituation angeht, sehr, sehr positiv. Vor allem, weil wir die Mannschaft sind, die alles noch selber in der Hand hat. Also von daher sind wir sehr, sehr optimistisch auch für die nächsten Wochen. Und auch, eigentlich auch glücklich mit der Situation, wie sie aktuell ist. Dass wir 2 Punkte mehr haben können, wenn wir gegen Hüttenberg gewinnen, das wissen wir auch. Aber es war vor der Runde klar, dass diese Liga so, so stark ist und dass es so, so eng wird. Vielleicht auch mit ein paar Ausfällen sich sofort alles wieder ändern kann und drehen kann, mit einem Wochenende sich alles wieder drehen kann. Das ist auch das Schöne und das ist auch die Schöne für die Zuschauer. Auch wenn vielleicht der eine oder andere gehofft wird, dass es nicht mehr eng wird, aber das ist es doch, das macht doch den Sport aus. Und deshalb bin ich erstmal sehr, sehr glücklich, dass wir da dabei sind und auch sehr, sehr optimistisch, weil wir eine Mannschaft haben, die sich zerreißt und auf die wir sehr, sehr stolz sein können, was sie bis jetzt schon geleistet hat. Und mal gespannt, was denn noch in den Folgewochen passiert. Wir werden kämpfen, um da oben dabei zu bleiben. Das werden die anderen Mannschaften auch. Und sind wir glücklich, dass wir da sind, wo wir sind. Und dann gucken wir mal, was die nächsten Wochen passiert. Ich kann nur hoffen, dass jeder uns unterstützt und uns anfeuert, der da in der Halle ist und vielleicht auch zu einem Auswärtsspiel mitgeht. Weil das werden, glaube ich, alles sehr besondere Wochen für uns alle hier in nächster Zeit. Und deshalb bin ich erstmal sehr, sehr optimistisch und auch glücklich, dass wir da sind, wo wir sind. Schön und optimistisch ist auch, dass wir am Wochenende wieder zu Hause spielen, in der Sparkassenarena Sonntag gegen Wilhelmshaven. Ausgangslage ähnlich wie gegen Dormagen, oder? Wir als oberes Team gegen eins aus den Tabellenregionen weiter unten. Siehst du da Parallelen zwischen Dormagen und Wilhelmshaven, was dann auch vielleicht den Spielverlauf angeht? Boah, das ist ja müßig, über sowas zu spekulieren. In der Sportwissenschaft sagt man, Sportspiel ist gekennzeichnet durch einen offenen Ausgang. Woher soll ich jetzt wissen, was da am Wochenende passiert? Also ich glaube, es ist eine Mannschaft, die wirklich Qualitäten hat, aber natürlich auch Schwächen, sonst wären sie nicht da, wo sie stehen. Trotzdem können die ganz tollen Angriffshandball spielen, das muss man ehrlich sagen. Und uns gilt es, uns auf uns zu konzentrieren, unsere Stärken hier reinzuwerfen, ein paar Dinge natürlich taktisch dem Gegner auch hinzulegen, die sie erstmal bearbeiten müssen. Aber erstmal freuen wir uns, dass wir wieder hier daheim kommen. Ich glaube, jetzt sind wir 25 Mal daheim ungeschlagen. Das wäre das 25. Mal. Das ist natürlich eine verrückte Zahl. Und wir freuen uns erstmal darauf, dass es hier wieder daheim weitergeht. Mit einem schönen Spiel, in dem es für beide Mannschaften um viel geht. Also das, was die Leute in die Hallen treibt, weil es einfach auch ein bisschen was in der Luft liegt. Und deshalb eine schöne Sache. Die Ansage gebe ich weiter an euch. Wir brauchen euch am Sonntag. 17 Uhr gegen Wilhelmshaven. Karten gibt es noch, sowohl Sitzplätze als auch Stehplätze.
Kommt vorbei, kommt in die Halle, unterstützt unsere Mannschaft. Denkt dran, 25 Heimsiege werden es dann in Folge. Das wäre eine irre Zahl, die wir natürlich erreichen wollen. Hoffentlich 2 Punkte am Sonntag. Euch noch viel Erfolg für die Trainingswoche und wir sehen uns hoffentlich am Sonntag in der Halle und dann bei der nächsten Spieltagsvorschau wieder.